Wir sind hier im Atelier Lorena, in schönen grünen Aaren. Das ist ein Atelier, wo wir querfeldein alles machen. Also du kannst von uns wünschen, was du willst, und wir dürfen das erfüllen. Das heisst, wir arbeiten mit Metall, wie er jetzt getät. Wir arbeiten auch mit Holz, und mit Motoren, und Elektronik, und Steuerung, und Kunststoff und all der Gattungszeugs. Wie man das schon gesehen hat, sind das so ein bisschen Prototypen von Sachen, die wir konstruiert haben, wo wir alles eigentlich müssen, zuerst herausfinden, ob es dann wirklich funktioniert, und dann einen Dauertest umstellen, dass das dann wirklich hat, dass dann, wenn das an den Ausstellungen ist, dass das die Jahre, wo die Ausstellung läuft, muss haben. Es ist jetzt so ein Beispiel von einem, der einen Raumtrenner braucht, der auch als Leuchter funktioniert. Und er hat das einfach geplant und wir haben das umgesetzt. Hauptsächlich machen wir schon Prototypen im weitesten Sinn. Das Kerngeschäft sind ja automatische Theater. Wie der Falchi, Schloss Lenzburg, ein Drachen animiert. Wir haben hier den Sound aufgemotzt, alle Bewegungen, das Lichtkonzept neu. Was allgemein noch toll ist, nicht nur heute, aber es kommt wieder mehr, ist, dass die Leute etwas machen müssen. Hier muss man jetzt kurbeln und dann fährt sich die ganze Mechanik bewegen. So sieht es aus in der Planung. Das ist dann das fertige Objekt, also ein Bauer winkt. Eben Kühe gehen Stall, Milch fließt in Tank, Tank füllt es, Produkträder. Am Schluss gibt es hier noch ein Roulette, so ein Spiel. Wenn man drei Gleichungen hat, wird nachher noch ein Gewinn ausgedruckt oder ein Verlierer, ein Gutschein. Wie man sieht, hat es hier alle recht Andrang. Die Kinder haben hier sehr Freude. Wir auch? Ja, wir haben auch Freude. Ja, ja. Wenn jetzt mal halb funktioniert, ist es tolle Sache, es ist manchmal ein langer Weg, aber ja. Ja, das Vergolden, da musst du immer in die Zeitlupe so mal laufen. Sonst fliegt er alles davon. So, dann tut man das verschneiden. Die Grösse, die man gerne hat. Das ist jetzt einfach eine Vergoldung von eben so Geländer bei der Altstadt, Fenster. Da darf man kein Juffli sein. Kein Juffli sein, nicht zu viel reden, nicht zu viel schnaufen. Ja, das ist wenn da so, das ist wirklich ein Nichts, das man da in den Fingern hat. Ja, beim Arbeiten, ein bisschen meditieren, das ist super. Quasi ein Buddhist in Gold. Genau. Nein, gestern habe ich herausgefunden, eigentlich bin ich ein Goldschätzchen. Weil, wenn du nach Hause gehst und dann immer den Pinsel da abstreichst, weil es geht darum, den statisch aufzuladen, respektive ist noch ein bisschen Fett dran, dann klebt es da dran, an den Pinsel, um da drauf zu schiessen. Und darum hast du dann überall hier Gold. Und dann hey, kommst du, das Goldschätzchen kommt her. Ja, von dort her, super. Zufrieden? Gut, es glänzt. Das ist die Hauptsache, es glänzt. Ja, yeah. Dann würde ich sagen, ab ins Kaffee. Was gibt von dem Mantel? Als Starter. Appetizer, Mensch, ja. Ja. Ist auch noch gut, ist gut, ja. Mantel auch. Das ist fast der wichtige Punkt. Ah, ich muss noch schnell, Moment. Das ist auch noch. Vor allem das Handy muss ich haben, um zu schauen. Tschüss! Ja, wünsche ich auch. Ja! Das ist wie ein bisschen im Schuss, also nicht so buddhistisch unterwegs. Man muss eben zwischendurch umstellen, zwischen buddhistisch und gemütlich und dann ab durch die Mitte. Genau. Wünsche! Schön, ne? Adios!